Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Tag 2, also eigentlich der erste komplette Tagbericht an. Heute ist Brooklyn angesagt. Heute gehen wir zum Spiel der Nets. Wir wollen im Madison Square Garden ein bisschen gucken und wir wollen in Brooklyn ein bisschen shoppen. Mal gucken, ob das denn alles so klappt. Und ja, ich nehme euch mit. Viel Spaß dabei. Auf der Suche nach was zu frühstücken. Der Österreicher hier hat wieder ein bisschen länger gebraucht, denn er hat Spatzen. Er hat Spatzen. Das hier ist unsere Gegend. Sieht hier, die Straße sieht nicht so spannend aus, aber das Geile ist, du gehst quasi einmal auf die Querstraße weiter und schon hast du da High Life und hast da direkt den Madison Square Garden. Wir sind jetzt in Brooklyn und wir gehen jetzt zu so einem Kartensammelgeschäft. Hot Corner heißt das. Hot Corner, genau. Genau. Ja. Da will der Patrick sein ganzes Geld ausgeben. sein Ziel ist 60 Kilo Trading Cards. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, aber es ist auf jeden Fall richtig krass hier, eine ganz andere Welt. Ja, hier in Brooklyn merkt man halt wirklich, dass die Leute hier auch tatsächlich leben. Der Patrick hat es gerade schon gesagt, du merkst halt richtig krass, was das für ein Unterschied ist. Du kommst aus Manhattan raus und dann kommst du hier rein und dann hast du hier so voll die kleinen Läden mit irgendwie so Krimskrams und so. Ja. Und vor allem merkst du halt hier... Billiger. Ja, du merkst halt hier voll den krassen jüdischen Einschlag und russischen Einschlag. Da läufst du erst durch Manhattan, die ganzen Skyscraper, und dann kommst du in Brooklyn an, dann hast du da die ganzen kleinen Läden und so. Und jetzt hier so voll das Wohngebiet. Gar nichts mehr auf einmal. Nee, auf einmal gar nichts mehr. Aber die Häuser hier sind schon nicht schlecht. Also ich habe das Gefühl, hier wohnen jetzt nicht unbedingt die Ärmsten der Armen. Aber es ist schon krass hier, das Haus zum Beispiel. Geht. Aus dem Laden, richtig geiler Laden, richtig oldschool da mit diesen ganzen Karten und so, die ganzen jüdischen Jungs da am Karten verticken und so. Und ich habe mir ein bisschen was geholt. Patrick ist auch steil gegangen mit Karten und so.
So, Patrick, was hast du denn da Schönes gekauft? Puh. Klär uns mal auf. Was haben wir Schönes? Also Sammelkarten, Panini. Ja, was ist das? Österreicher, Jakob Böntl. Ach, ja. Mit Jersey, mit Unterschrift. Dirk. Dirk Diggler. Dirk haben wir gleich in 3 Ausführungen. Da. Alle mit Jersey. Alle mit Jersey. Jeff Tick. Ja, ein kleiner Atlanta-Fan hier. Genau. Und dann noch was Altes, Klassisches. Toni Kukoc. Jawohl, das ist ja meins. LeBron James Rookie-Karten. Und dann, was ist das denn? Das ist ja richtig toll. Sowas hätte ich ja gerne. Bobby Hall. Jawohl. Unterschrieben. Und? Mit Zertifikat. Moritz Böhringer. Sehr schön. Mit Trikotfetzen, Unterschrift. Playbook. Nice, nice. Also die letzten 2 Sachen, die hast du dir natürlich richtig geil geholt, ne? Ja, das sind deine, ne? So, wir stehen jetzt hier direkt vor dem Barclays Center, Heimat der Brooklyn Nets, und da gehen wir gleich rein. Aber weil wir hier noch so wenig geshoppt haben. Ja, warte, ist rot. Ja, ist schon okay, die kennen mich, hier ist meine Hut. Wenn ich hier lang gehe, dann bleiben die alle stehen. Nein. Bevor das Spiel losgeht, gehen wir jetzt hier noch ein bisschen shoppen.
Spiel ist vorbei. Brooklyn Nets haben richtig abgekackt. Dein Fazit? Naja, geht so. Ja, die besten Spieler, TJ McConnell, Ersan Ilyasova und Marco Bellinelli. Ja. MVP. Die Bank war gut. Ja.